Ich merke, dass diese Sache mit den schleichenden Entzündungen, ne, dieses Silent Inflammation-Thema, das wird so stark angeheizt durch ein, die Tibeter sagen, falsches Denken. Die benennen es einfach direkt. Ne? Tibeter sagen, Krankheitsursache Nummer eins aller Krankheiten ist die Windkrankheit. Und Windkrankheit, das ist das zu viele in die Irre geleitete Denken. Nicht? Wo wir als Mensch Energien in Richtungen lenken, die nicht zu unserem Wohle sind. Und das benennen die einfach mal ganz klar. Und das löst eine Adrenalindominanz aus, die wir inzwischen im Blut messen können, mit dem nitrosativen Stress, dem oxidativen Stress. Und das ist so, als würden wir in einen schleichenden Schwelbrand immer wieder Benzin reintropfen lassen. Es gibt immer wieder eine Stichflamme. Ne? Und das sind diese Autoimmunreaktionen, aus denen dann dieses Krebsgeschehen entsteht. Ja. Und Krebs ist für mich zu 80, 85% dieses ausufernde Autoimmunfeuer, das dann epigenetisch noch angezündet wird, dann ist dann eine gewisse Grundlage, wo was angezündet wird. Und Ziel ist es dann, einen antientzündlichen Lebensstil einzuführen, der losgeht eben mit diesem Vertrauen in diese unsichtbaren Kräfte in mir und um mich herum. Und das beruhigt. Und das ist das, was du eben sagtest. In dem Moment, wo ich loslasse, ne, kann was Neues kommen. Aber weil der Vagusnerv in dem Moment in seine maximale Entspannung kommt und damit sein maximales Heilpotenzial, ausüben kann. Während die Ja. Adrenalindominanz natürlich entsteht, wenn ich etwas unbedingt will. Wenn ich jetzt mit aller Gewalt gesund werden will und jetzt einen Plan mache, wo ich 8 Stunden am Tag alles so gesund mache wie möglich, um da unbedingt hinzukommen, dann bin ich schon wieder so in der Adrenalindominanz, dass ich mir schon wieder den Boden unter den Füßen wegziehe. Also es braucht diese Leichtigkeit und da ist dieses Vertrauen so ein ganz wichtiger Aspekt, wie du es eben gesagt hast. Vertrauen und gleichzeitig aber auch eine Idee zu haben. Und beides Ja, passt nee. gut zusammen. Es ist Ja, kein Widerspruch. ja. Es Ja, ist zusammen wie eine Münze mit zwei Seiten. ja. 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 Also für mich ist es ein Weg der Bewusstwerdung, weil natürlich kann ich eine super tolle Meditation haben und dann gehe ich ja doch wieder in meinen Tag. Also wirklich beobachten zu lernen, wo gehe ich da wieder rein in dieses alte Angstding, was triggert mich? Und für mich persönlich ist es ein Weg wirklich in so eine Freiheit, die ich mir nie hätte vorstellen können, obwohl ich ja im Außen, ich habe echt ein wildes Leben. Ich bin allein für 8 Jahre bin ich um die Welt gereist, im kleinen Rucksack, vor allem Asien, habe lange in Asien gelebt. Also ich habe so viel gemacht und erlebt, aber innerlich, und das kann ich erst heute sagen, war ich total gefangen. Und da waren so viele Ängste. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar über diesen Weg, den ich dank meiner Diagnose gehen darf oder mich entschieden habe zu gehen, um Also wirklich Brustkrebs, in was war das? Brustkrebs, genau, Brustkrebs. Alles überwunden oder ist Alles da? überwunden, ja, alles überwunden. Also 2015 hatte ich meine Diagnose und ich habe eine OP gehabt, aber ansonsten habe ich alles abgelehnt. Ja. Also ich wusste, bei mir ist der Schlüssel hier drin, also dieses Milieu an Ängsten, Problemen. Ich war alleinerziehende Mutter, Existenzkampf und so weiter. Und da wirklich dieses Milieu zu verändern und das tue Aber ich. das ist genau den Weg, den ich in der Praxis auch verfolge. Erstmal Operation und dann um jeden Preis versuchen, chemotherapeutische Strahlung zu vermeiden und erstmal mit der biologischen Krebstherapie. Also wir machen zum Beispiel Hochdosis-Infusion mit Kurkuma, mit Weihrauch. Nicht? Das mischen wir nochmal mit extrem hochdosiertem Vitamin C mit bis zu 22,5 Gramm Resveratrol. Und dann messen wir Woche für Woche die Laborwerte und sehen, wie die Entzündungsfeuer runtergehen. Wenn das begleitet wird, dann mit Meditation und der Ernährung und Darmsanierung und so, dann ist das eine ganz runde Sache, wo Menschen, die auch schwere Schicksalsschläge hinter sich haben, erstmal in so einen Hoffnungsweg reingehen, sich auf körperlicher Ebene erstmal zu reorganisieren. Und auch aufhören, die uralten Themen, die ja die ganze Zeit schon nicht wirklich bewältigt werden konnten,
die auch wirklich erstmal zurückzustellen und dem Körper mal Raum zu geben. Und plötzlich lösen sich die Themen ganz von selbst, aber über Ja. den Körper diesmal. Ja. Und das ist das Besondere. Ja, das empfinde ich auch so. Also es ist meine Erfahrung und ich finde es immer wieder interessant, weil es gibt ja diese, sage ich jetzt mal, fest verhaftete Psychoszene, ne? Also auch in diesen Krebskreisen, also dass du wirklich jedes Thema auflösen musst und dann noch eine Rückführung ins vergangene Leben und die Oma und dieses und jenes. Und weißt du, ich bin für mich einfach an den Punkt gekommen, ich habe viele Jahrzehnte so viel gemacht, um Themen aufzulösen. Und es war wie ein Fass ohne Boden. Und was ich nicht erkannt habe, dass ich in diesem Auflösen von einem Thema nach dem anderen immer wieder in dieser Frequenz war, von Traurigkeit, von Schmerz, von boah, da war dieses Schreckliche in meinem Leben und jenes Schreckliche in meinem Leben. Und das liebe ich so an der Arbeit mit Joe Dispenza, dass es darum geht, aus dieser Identifikation zum einen, wer ich glaube zu sein, also meine Geschichte, mein Körper und so weiter, da wirklich rauszugehen und mich stattdessen über eine kraftvolle Vision, wer möchte ich sein, aber aus einem Fühlen heraus zu definieren. Also ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, oh, was möchte ich denn jetzt machen mit meinem Leben, sondern wie möchte ich mich fühlen in meinem Leben? Und das ist das Tolle, weil dann kann ich die Zügel komplett loslassen. Und das habe ich wirklich gemacht. Und was in meinem Leben sich alles gezeigt hat in den letzten Jahren, also wow, ja, also da staune ich. Das ist, ja, da staune ich. Und das ist das Geschenk der Diagnose. Weißt, wie viele Jahre habe ich gelesen? Folge deinem Herzen und so weiter. Und ich habe immer gedacht, ja, wie soll ich denn das machen, bitte schön? Ja, ich muss doch Geld verdienen und dies und das. Und über diese Diagnose habe ich mir selbst die Erlaubnis gegeben, wirklich kompromisslos nur noch dem hier zu folgen. Und das ist nicht immer leicht, weil immer, naja, es kommen Entscheidungen, wo irgendwelche Möglichkeiten sich zeigen und der Verstand sagt, ja, wäre schon gut, ja. Und dann aber hinzuspüren und zu fühlen, wie fühlt sich das an? Und wenn sich's nicht gut anfühlt, ich lasse es einfach los. Also ich habe eine ganz spannende Erfahrung gemacht, dass wenn ich Patienten, die zu mir kommen, am Anfang mal nach Gefühlsworten frage, also mit welchem Lebensgefühl möchten sie aufwachen? Nicht, wenn wir zu so einem ganz klassischen Norddeutschen kommen und fragen, wie möchten sie sich denn gerne fühlen, dann kramt der in seinem Kopf und kommt irgendwann auf das Wort gut. Wenn ich dann frage, wie fühlt sich denn gut an, dann kommt nichts. Ja, glücklich kommt dann vielleicht noch. Ja, aber wie fühlt sich denn glücklich an? Das heißt, das Vokabular fehlt bei ganz vielen Menschen. Und wenn wir da ein bisschen kramen, brauchen wir manchmal 10 Minuten, um auf ein drittes, viertes Adjektiv zu kommen, wie sich gut oder glücklich anfühlen könnte. Und ich behaupte fast, wenn man kein Wort für ein Gefühl hat, dass dieses Gefühl auch nicht im Bewusstsein ankommen kann. Das kann sich jetzt ein Gefühlsmensch vielleicht schwer vorstellen, aber wenn man mal an das Wort frei, leicht, lebendig, beschwingt, weit, warm, offen, es gibt ja so viele Worte, oder das Wort entzückt oder verzaubert, so Worte, die so gar nicht so oft vorkommen. Dieses Wort entzückt, nicht? Wann war man das letzte Mal entzückt? Jetzt ist es einmal wieder ausgesprochen und plötzlich bin ich heute mit Sicherheit wieder entzückt, mal wieder von irgendeinem Grün, das mich anleuchtet, weil ein Sonnenstrahl drauf fällt auf so ein Blatt. Und da bin ich entzückt. Aber als es nicht da war, ist mir ein Gefühl vielleicht gar nicht so präsent gewesen. Und um Dinge, eine mögliche Zukunft, eine Version von sich vorfühlen zu können, braucht es irgendwo doch auch diese Sprache, weil unser Bewusstsein eben mit Sprache irgendwie verknüpft ist. Und was verzückt mich eigentlich? Und plötzlich stoße ich auf Dinge und plötzlich merke ich, ja, das macht mich irgendwie weit und offen. Also da auf Spurensuche zu gehen, mit den Worten zu spielen und zu gucken, was merke ich nicht, dieses Wort denke, wo sehe ich denn etwas, was in diese Richtung was aufmacht. Daraus kann ich dann die beste Version von mir entwickeln. Ansonsten würde man ja auf der Ebene bleiben, die beste Version ist, wenn ich das Auto fahre und da lebe und da, ne, und jeden Tag das und das mir leisten kann. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Gefühl hinter dem, was ich mache. Aber da brauche ich die Gefühlsworte auch dafür.
wenn wir Deutschen Meister sind für negative Gefühle. Da fällen die meisten Menschen sofort 10, 20 Worte ein für negative Gefühle. Aber das ist genau das, wo die Energie eigentlich nicht hinfließen sollte. Wir haben da Obwohl es auch tatsächlich. gut, wenn es dahin fließt, dann kann man auch wieder draus lernen. Aber doch mit Ich weniger finde da Umgang. Filme sehr hilfreich. Also früher haben mich einfach Heldenfilme, so mit diesem Sehnen, ja, mit so einem Absolut. tiefen inneren Sehnen in Verbindung gebracht, dass Leben irgendwie noch anders sein kann, als so, wie ich es erlebt habe. Um Absolut. einfach da ins Fühlen, ja, um ins Fühlen zu kommen und dieses Sehnen zu spüren. Ja, absolut. Ja, und ich glaube, das wurde mal in dem Film Plieb beschrieben. Ich weiß nicht, ob du den früher gesehen hast. Da Ja, wurden ja. Synapsen als kleine Männchen dargestellt. Und dieser Synapsenhunger, auch der Synapsenhunger, süchtig zu sein, immer wieder die gleiche Erfahrung zu machen. Ja, Menschen, die von einer Opferrolle immer wieder Opfer, Opfer, Opfer spielen. Diese Sucht, immer wieder dieses Opfergefühl sein, was ich vielleicht aus der Kindheit kenne, oder Ohnmacht, ohnmächtig zu sein, hilflos zu sein, das sind ja auch Botenstoffe, die da ausgeschüttet werden, wo der Körper süchtig sein kann, immer wieder diese, ja, traurigen Erlebnisse zu erleben. Und das ist aber, dieser Klebstoff ist lösbar. Das muss nicht so bleiben. Und da liefert Joe Dispenza natürlich ein wunderbares Repertoire an Werkzeugen, um den Synapsenhunger in eine andere Richtung zu lenken. Ja, und da braucht es aber wiederum die Entscheidung. Ja, also für mich war es die Entscheidung, irgendwann mal die Nase voll gehabt zu haben. Also von mir selbst, von meiner Art, die weiß, die Welt zu betrachten und mich eben immer wieder als Opfer zu fühlen und zu denken, boah, ich bin so arm, weil da war in der Vergangenheit das. Na, das nimmt man ja dann auch, oder ich habe das gerne dann auch wieder benutzt, um mich in der Gegenwart vollkommen zu begrenzen. Ja, ich bin doch so, weil. Ja, und irgendwann hatte ich komplett die Nase Lust da voll. zu entwickeln, über diese Grenze hinaus zu gehen Ja. und eine Neugierde. Ne? Es gibt so einen schönen Satz: Just say yes and let life unfold. Also alles Neue, was auf uns zukommt, immer erstmal Ja sagen, gucken, was sich dahinter versteckt, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Ne? Und das ist doch großartig. Ja. Just say yes and let life unfold. Ja. Und dabei darf auch das gepaart sein mit einer Hoffnung, dass das Beste noch kommt. Warum nicht? Absolut. Ja.